a squire. We're out of that hellhole. The fresh air is calling our names. Por fin! Gus, if we made it all this way, you know it means we're almost... Almost what? Luis! Long time no see, rookie. Major Krauser? What the hell? Why? Recovering stolen goods. And killing a few rats along the way. Easy work. Ashley, it was you. I'll catch on quick. Didn't I teach you? Knives are faster. Scheiß die Bitch an. This is nothing to do with them. I'm a free man who made a choice. Ah, fuck. Mythos, nein, nichts zu sagen. Und er hat es gedrückt. Junge! Stich, stich! Na ja, komm, 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 komm! Ah, blöd! Oh, oh, ich bin mit. Jetzt kann ich ihn abstehen. Oh, oh, ich, oh nein, er hat mich! Es ist ein Break. Ah, hier kann ich reden. Alter, die Kamera, was macht die Kamera? Ich hab ihn gedrückt! Alter! Warum hat er nicht einfach reingestochen? Sie sind so mit hochgezogen. Ja, ich will auf den Dialog hören. Interessiert mich. Ich brauche ein neues Messer, Bro. Schimmel. Ei. Ich hab eh gedrückt. Nix sloppy. You don't leave me with much choice. No chit chat, rookie. Time to end this. My order. Enough play, rookie. You haven't changed a damn bit. What a disappointment. Warum schießt er nicht einfach? Not looking good, eh, my friend? And such a loss to the ladies of the world. Don't talk. Take this. The key to my laboratory. Go there and remove those damn parasites. Help. Ashley. Now, eh?
What do you think, Leon? People can change, right? Oh yeah, nochmal ein Schritt beendet. So. Damn. Kaum verbringt man ein bisschen mehr Zeit mit Louis, er stirbt er. Nice. This is so sad. Can we hit 50 likes? You're a fine knight, Don Quixote. Get away with this, Krauser. Wir sind der Feuerzeug weg, das gibt bestimmt viel Geld. Komm, Leon, mach es. Du liebst Treasures. My God, Mr. President, I love Treasures so much. What the fuck, Leon? That's not fucking deranged. Okay, wir brauchen noch so ein Yellow Herb. Ja, ich habe den Bosskampf irgendwie ein bisschen. Bei Paladin glaube ich zu viel gelabert, ich glaube da wichtig war ein Dialog, ich habe nicht alles mitbekommen. Also natürlich weiß ich, dass der Dude ihn ausgebildet hat und von Adam Sandler beeinflusst wird. Manipuliert wird nicht, sondern manipuliert und gescheut. Leon, there's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. Ah, so you aren't heartless after all. I guess I should be thankful. Yeah, you should. Ada Fong, alle voll vielen Requests. The disgrace of the Salazar family, the detestable Ramon Salazar, even the very sight of his image makes my skin crawl. Do me a service and find some way to deface the portrait of him. In the room showing the photograph, will you? I'm not particular about how you do it. Hitting it with something might do the trick. Na gut. Mach ich gerne. Ich bin Klimaaktivist. Ich mach gerne Gemälde kaputt. Someone help me recover a stolen jewel snatched by a thieving crowd. I bet it can be found in the vile thing's nest. It's an inhale room of our family cannot be become some bird's plaything. Tell a scratched emerald. Yeah, okay, good. You have the stench of battle on you, mate. Okay, so we're here in ballroom. The ball. I guess da geht's weiter. Wo fällt mich der Zug eigentlich? Hey, hallo. Scheiße. There's the clock tower. Hang in there, Ashley. Awkward, aber Leon geht auch mal zurück. Sorry, Ashley. I love my treasures way too much. What the fuck, Leon? You're deranged. Los. Ich komme wieder zum Verkäufer, wenn ich... Verkäufer, vor allem bin ich deutsch, Alter. Ich komme zum... Saleman. Wenn ich sowas verkaufen habe. Wenn ich die Rewards fertig habe, Alter. So. Schön. Jetzt aber die Frage, wo ist denn dieser Raum überhaupt? Courtyard. Hive. Nee, warte. Es gibt doch vier Requests, aber wo sind die denn? Na egal. Seed Attached Photograph. Ja, wo war das nochmal? Ja, wahrscheinlich da hinten, wo er steht dann.
das Black Ligma bekommen hat. Hä, was ist denn Ligma? Ligma Boys. Ich will die Striker testen. Junge Striker, fickt. Ach, jetzt verstehe ich. Ah, jetzt soll ich wieder herkommen. Haha. Gut, nee, aber. Wir laufen einfach nochmal nach links, dann. Hier geradeaus durch. Ja, machen wir. Alles. Lotti Karotti, der wilde. Junge, ich weiß nicht warum, aber. Ich glaube, eine der letzten Aufnahmen hier bei Resident Evil werden einfach sein, wenn ich richtig übermüdet bin. Was ein Scheißdreck. Ihr Arschlöcher. Putz! Abschlechten oder nicht? Ach komm, hier, frisst einfach den hier. Ach, wisst ihr was? Ich hab so keinen Bock auf euch alle. Jungs. Wo sind alle meine Flashbangs hin? Ihr Blutsauger. Ihr habt all mein Blut abgesaugt. Kein Tröpfchen Blut mehr da. Funny. Los. Ja. Hier wurde ich runtergeschmaßt. Was geht, Huhn? Irgendwie habe ich mir was anderes vorgestellt. Housekeeper's Number 2. Oh, Master Ramon, with tomorrow's procedure, I shall finally surpass the limitations of this. Mortal Shell, what's left of me now shall soon be gone. Magnificent, the holy body is a wondrous miracle. The fealty I've sworn to Master Ramon is the sole light that illuminates my path. Our fates shall be entwined until the very end. Have you ever known such loyalty? Du bist abgefuckt, Digga. Du bist dieses bestimmt dieses M. Night Shyamalan-Ding. So. Rein damit. Digga, was? Hm. Ist das hier? Ich weiß nicht. Wo ist denn der Dude? Oh. Das ist er doch. Ramon's Confession. My Lord, my true benevolent father, blessed Sandler. Ne, jetzt hat er so Bloodline with an Iron Hammer. Okay. Weird Flex, das würde ich nicht schreiben. The founder of my family proclaimed the holy teachings of Los Illuminatus, even persecuted its followers. Not only that, he stole their most prized possessions and sealed it away below the castle. Blasphemy, insolence, how long have I suffered the shame of knowing that the same blood flows through my veins? Finally, the day of Atonement has come. Oh, my beloved Lord Sandler. I shall release the holy plagues that were hidden under the curse. The time is now. With divine grace, the wicked shall be reborn as a part of the flock, reborn as Granado. They shall be my Lord's loyal servants. Nothing would please me more than to sit at my Lord's feet and bask in your splendor. Was ein Simp, Digga. I'm your humble servant. You're my eternal light. To you, I swear my unwavering allegiance.
Verfickter Simp, Alter. Ist ja peinlich, was du da schreibst. Hey, warte mal. Geil. Chronicles of Pursuit 2, October 8, 24, my awakening, at least my noble pursuit progression is fine. The future of human insects, wer will sowas machen? The housekeeper has graciously volunteered herself to for the experiment. I shall pour my whole heart into endeavor in this endeavor in order to transcend humanity and make Master One proud. March 9 years since my awakening, a glorious union has been made. The housekeeper has endured much suffering, but not for naught. Behold, the fruits of our labor is in all its beauty. I shall consecrate the perfect life form with the name U3, for 3 is the most beautiful and complete number. 3. Warum 3? April, 9 years since my awakening. U3, my dear hound, Pesanta, Digga, has been chosen to serve as the right hand of Master Ramon, but is 2 not better than 1? Now it's my turn to demonstrate my loyalty. His mumble servant, easy through, bla bla bla. Ja, ja. Das sind solche Sims, Alter. Die werden auch Fußbilder verschicken. Na gut, wir sollen das Bild defacen. Hitting with something, hat er gesagt. Ich kann mit einem goldenen Ei mein Leben wiederherstellen. Naja. Weird Flex. Hitting it with something might do the trick. Hitting it something. Bisschen übertrieben, aber warum nicht? Aus was besteht denn das Bild, Alter? Aber das ist ja doch, oder? Warum bin ich so schnell? There's no time for resting. Jetzt kann man hier den Fotomodus anmachen und trotzdem ein cooles Bild machen. Ja, hätte ich mit something, hab's doch gehittet. Mit something. Ich hab keine Ahnung. Was soll ich denn da drauf treffen? Hm. Ich
verstehe nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht. Hätte ich mit something, ich hab's doch mit was geredet. Sogar mit der Granate, Alter. Gerade ist halt Umfeld und ach Junge, was zum Fick soll ich denn da machen? Alter. Nee, Digga, keine Ahnung. Will ich rüberspringen? Digga. Hä, was ist denn das jetzt? Gut, nein, ja, das kann ich mitnehmen. Oh. Ah, F, vielleicht kann ich das angucken, dann kann ich F irgendwas machen. Nee, kann ich nicht. Warum sind da Einschusslöcher? Ich hab ein Smiley gemacht. Kommen da auch Einschusslöcher? Tatsache. Ist das seine Familie? Warum ist dieses Bild so stopp-passierfähig? Ich check das nicht. Nee, Digga, nee. Nochmal hinsetzen, nochmal nachdenken. Ich hab keine Ahnung. Ja, dann geh ich einfach. Ich kann noch ein bisschen umgucken. Ja, dann geh ich einfach.
Ja, ich könnte abbauen. Mein Gott. Ich check's bei Gott nicht, Alter. Ich check's wirklich nicht. Wie soll ich denn mit den Fäden hit with something? Ja. Also mit der Pistole getroffen, mit Messer getroffen, ich hab alles drauf geworfen. Ah, ich bin hier, ich kann die Zeit nutzen und nochmal kurz runtergehen. Und die letzten Treasures unten holen. Von den, ich würde sagen, Piraten, von den, nicht Clowns, von den Rittern. Also down to the grip, grip, to the crib. Ah ja, Leo, wenn du soweit geguckt hast, bitte nicht vergessen, kommentieren und liken. Ja, mach mal so, wir machen es los, ob das 2010 wäre und ich ein YouTuber. Mach mal. Kommentier mal, wie ich das Bild defacen kann. Wenn ich das mir sagt, ich will, dass es mir literally schreibt in den Kommentaren. Putzinge! Ja, damit. Gut, Junge! Die kann ich dich wegsnipen. Das ist jetzt sad. Oder? Nee. Ich hab jetzt schon die Munition verschwendet, dass ich das aufhören. So, wir haben jetzt ein fettes Treasure, wo wir nichts reinmachen können. So, wir machen folgendes, wir gehen nochmal zurück, da wo es in dieser komischen Schuhbahn, da können wir nochmal zurückfahren, hat Leo gemeint. So. Na ja, scheiße. Bin falsch abgebogen, Leute. Maul. Wir fahren jetzt nach Hause. Tutu. Geil. Oh, bist du. Oh, kann ich nicht öffnen. Nice! Bin wieder zurückgefahren. Bin jetzt da links Sachen holen. Ja,
Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Present for you. Oh nee. Mein Plan hat nicht funktioniert. Oh nein. Ja, Schlampen. Schnell, schnell, schnell. Putz, Junge! Stich! Gut, jetzt schnell craften. Ah, ich hab nicht viel. Das Submachine Gun Ammo ist besser als nichts. Oh, bitte nicht hören. Putz, Junge! Putz, Junge, jetzt reicht mir, Alter. Fick dich, fick dich, fick dich. Fick dich. Nein, nein. Nix, Rapido. Weg mit dir, Junge. Stich. So. Mann, bin ich komplett leer, Alter. Hätte ich doch bloß mein ganzes Resources nicht an ein verdammtes Porträt verschüttet. No good. Okay. Fuck, wie komme ich da nochmal hoch? Bin drin? Ich glaube, hier drin gab es eine Treppe. Ja, genau. Jetzt hier rüber. Oh, runter. Es geht. Oh yeah, Golden Hourglass. So. Ja, da links auf der anderen Seite noch ist eine Kiste. Vielleicht ein richtiger Board, ne? Ah, jetzt die Kiste. Okay, gut, perfekt. Ich liebe das. Nein. Jawohl. Was? Ich verstehe. Justitia, geil. Stimmt, ich kann auch in dein Girls Laboratory gehen, aber ich weiß nicht, wo das ist. Was ist das? Ah, komm, ich kann nicht hier finden. Oh, Goldbar, schmeckt. Ich mag Goldbeeren. Oh, jetzt habe ich keine Hälfte, jetzt kann ich nicht hoch. Such a sad life, bro. Ich spiele mit zwei Waifus, aber ich habe keine Waifus gerade. Komm da jetzt echt nicht ran, Alter. Für einen Ruby habe ich es jetzt gemacht, Alter. Ich dürste echt nach Resources. Bei Courtyard war noch was für eine Quest.
Ja, gehen wir da hin. Merchant ist da hinten, aber ich laufe noch vor, zum nächsten. Na, ich krieg da Competent Counter. Nee, was war nochmal der Quest? Sell a scratched emerald. Ja, da gibt's zum Courtyard. Boah, ich bin Bruder. Kann ich nicht einfach mit, kann ich nicht einfach die Bahn nehmen und dann einfach zurücklaufen? Zum Courtyard. Warte mal. Nee, ich dachte, ich würde den Boy hier am Spinnen und jingeln und so. Dann nehme ich schon auf. Na, ah, 2 Stunden. Ich mache keine 3 Stunden, Leute. Kadaboom, Alter, so ein. Aber. Ja, ich kann mal kurz einkaufen. Ich brauche das, ich habe das jetzt nötig. Welcome. What can I interest you in? Nicht. Come back anytime. Stranger, relax and enjoy yourself. Das ist gut. Take a look. Something's bound to catch your. Hi. Welcome. Got a selection of good things on sale. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. I'll buy almost anything. Don't get. Ich hab gerade gesehen, wir haben noch das hier. Komm, gib mir den Triple Bonus. Welcome. I love my treasures. So. Stranger. Ooh, I'll pay a pretty. Stranger! So, gib mir dein First Aid Spray, gib mir die ganzen Resources her damit. So, und jetzt wird Zeit für fette Upgrades. Messer voll. Ah, die Rifle ist sehr geil, aber ich will nicht alles dafür ausgeben. Dann machen wir so hier 10.000 da rein, 8.000 da rein, 15.000 da rein und das passt. Passt! Wir denken heute Chips. So. Nee, wir wanken heute Chips. Alter, okay, jetzt, zurück zum, jetzt können wir zurück zum Courtyard und das Ding da machen. Hat das Requesting überhaupt gesagt, wo das Ding ist? Ein Nest, Alter, okay. Oh nein, hier sind. Scheiß die Wand an. Irgendwie klingt der Typ vor mir wie Squidward, ich weiß nicht warum.
Schlecht und schlecht, ich drücke jetzt den Kommando, so wenig ich kann. So. Mr. President, I'm gonna kill every villager in the village. Oder so. Leon, what the fuck? This sounds so fucking deranged, man. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie es auf mich geht. Ah. War das nur einer? Nee, bestimmt nicht, das war nicht nur einer. Ist da das Nest? Sieht nicht aus wie ein Nest. Gehen wir mal ein bisschen wieder nach oben, dann habe ich so ein bisschen Überblick. Gehen wir mal hier hoch. Hier ist nichts. Ich hab mal keinen Bock, wenn noch andere hier sind, die zu alerten. Fast nur eine. Okay, dann laufen wir ein bisschen normal hier rum. Oh, da drin ist was. Der juckt mich nicht. Hm. Geht. Ein Nest. Ein Nest. Ich finde kein Nest. Dich um. Oder so. Na, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich beende es an dieser Stelle hier. Wir gehen zum Merchant und speichern. Und beende es an dieser Stelle hier. Weil ich mir gerade zu teuer, das zu finden. Also jetzt mache ich ja richtig auf YouTuber, bitte in den Kommentaren schreiben. Tipps und Tricks. Müsste ich auch nicht verraten, aber geht bitte schmaß mir mal raus. Scheiß drauf, ich will das Geld haben. Ja. Also speichere ich hier, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Liken und kommentieren nicht vergessen. Am besten halt die Tipps geben, wo ich was finden kann. Ich will da nicht nachschauen, ich will das so authentisch haben wie möglich. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Hallo und herzlich willkommen zu Fucky Resident Evil. Wir machen jetzt hier weiter, wo ich aufgehört habe. Heute ein bisschen in ADHD-Modus, weil ich nebenbei noch den Stream von Leo höre.
ihr nicht. Und es hat einen Grund. Den werde ich nicht erklären, weil... Secret und so. Ich habe vergessen, was ich das letzte Mal gemacht habe. Das stimmt, ich habe... Ich bin dick, ne? Ich habe irgendwas hier hinten noch machen wollen, aber ich habe vergessen, was. Da musste ich hin. Aber hier wollte ich noch was machen. Hier war alles clear, hier brauchte ich nichts mehr. Irgendwas im Tonsaal war noch, aber ich... Da war es mit dem Bild, aber ich weiß halt nicht, was ich mit dem Bild machen soll. Und ich habe kaum Munition, das ist halt ärgerlich, aber... Was will man machen? Ich investiere mein Geld super an. Auf jeden Fall würde ich jetzt mal suchen. Ah, ich bin dumm. Moment mal kurz. Ich habe nämlich was vergessen. Nämlich, ich habe vergessen, meine Bitrate hochzudrehen, damit ich gescheit aufnehmen kann. Und wir sind hier. Ich bin jetzt da, wo Literally God Leo ist im Stream. Gut. Aber wir waren hinten fertig, deswegen wir gehen jetzt mal zurück und machen weiter. Beim Suchen, wie ich das Bild verunstalten kann, damit ich mein fucking Geld bekomme. Da hinten ist noch was, aber das will ich nicht hin. Habe ich noch einen Schlüssel? Ne, ich habe nicht mal einen Schlüssel dafür, also scheiß mal drauf. Ach ne, wir sind schon da. Nevermind, da müssen wir gleich links und dann rechts. Links, nicht rechts, sorry, ich bin geistig umnachtet. Gehen hier lang. So, gehen wir hoch. Laufen ein bisschen geradeaus. Ich weiß immer nicht, wie man das Bild verunstaltet und ich will nicht nachgucken. Ich will partout nicht nachgucken. Ja, nennt mich Autist, aber ich habe ein, ich habe einen Clear-Kodex, dass ich hier blind, wirklich blind spiele und nicht nachgucke. Diesen werde ich vielleicht heute brechen, wenn ich nicht weiterkomme. So. Ja, die Fliegeviecher ignoriere ich auch mal. Lass mich in Ruhe. So ist brav. Scheißteile. Ich will es ausprobieren. Oh mein Gott, ich kann das echt lauter machen. Okay, machen wir das. Lass mal so. 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 Perfekt. Ich habe auch spontan meinen Call of Duty Livestream als Playthrough umgewandelt. Ja, sehr episch. Bringt gar nichts. Vielleicht kann ich hier reinstechen. Aber es passiert nichts. Ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Okay, wisst ihr was? Ich gucke aber nach, anstatt jetzt meine Munition zu verschwinden. Ich muss ein Ei werfen. Ich hätte das eigentlich essen dürfen. Alter, ist das so ernst? Wow. Wisst ihr was, da würde ich sogar sagen, wir laden da neu. Oh, Bro, willst du mich verarschen? Oder bist du... Putz, Junge, Alter! Jetzt noch umstechen. Oh Gott, was macht ihr denn hier? Ich hab jetzt vergessen, dass die hier da sind, Alter. Alter, solche Wichser.
Okay, machen wir das aber hier schnell. Hallo, nicht zu. Nein. Du Bro. Ach, Junge. Widerlich. Bro ist einfach zu gut geworden. Mein Gott, Alter, übertreib doch nicht. Gib mir deine PC-Taste. Warum Kasper dachte, das heißt Pesos, Alter. So, jetzt werden wir nicht hier runter geschmarzt. Sondern wir laufen hoch und stechen die Hühner ab. Bam, Junge. Und bam, Junge. Und wo sind meine Eier? Ach, krieg ich das hier raus? Wie kann ich das schmeißen? Man kann das echt ausrüsten, Alter. Wow. Oh, ich hab's einfach gefressen, Alter. Ich bin einfach so ein richtiger Fettsack, ne? Gut, dann gucken wir kurz nach, was wir noch das letzte machen müssen. Alter. Halt's Maul. Halt's Maul, Alter. So. Machen wir die rein, einfach die Coins einfach rein damit jetzt. Ich will Schätze, Junge, ich will Schätze. Oh mein Gott, ehrlich jetzt. Glücksspiel lohnt sich nicht, Leute. Hört. Man spielt kein Glücksspiel. So. Das ist der Körper. Oh, da war noch was. Dreh nochmal. Das Game ist nicht flüssig. Bei mir läuft es mit 60 FPS, aber es. Irgendwie. Moment, wartet mal. Okay, ich habe ein paar Einstellungen gemacht. Hoppla. Ich, das hat man nicht sehen sollen. Ich habe ein paar Einstellungen gemacht und jetzt fühlt sich das Spiel richtig smooth an, Alter. Richtig direkt. Aber es sieht nicht wirklich viel schlechter aus. Außer ihr habt den Unterschied jetzt bemerkt. Dann bitte gerne kommentieren, dann würde ich dich gerne sehen. Aber ich finde, das sieht eigentlich jetzt immer noch ziemlich gut aus. Aber ich habe viel direkteres Gameplay. Auf jeden Fall ein Nest. Wo könnte das Nest sein? Es kann auf jeden Fall nicht oben sein, weil da kommen wir nicht ran. Es kann auch da hinten nicht sein, weil da brauchen wir Ashley für und Ashley ist nicht da. Kriegen wir Ashley wieder? Jetzt will ich mich nicht spoilern lassen. Wir kriegen die Challenge jetzt, also sollte sie auch jetzt machbar sein. Das ist meine Logik. Wir suchen jetzt einfach mal ab. Viel haben wir. 15 Uhr und. Ach Gott. Bam, Junge! Ah, er ist dann tot. Na gut, lassen wir doch. Ja, also. Ich würde sagen, wir nehmen schon. Wir haben 15.40 Uhr. Brauche ich. Hab. Ein paar Stunden muss ich weg, dann startet der. Ground Zero. Gray Zone Warfare. Let's play. Alter, was ist los? Da startet der Gray Zone Warfare Stream. Was ist der Let's Play, Digga? Ja. Ist es da oben? Okay, kann man nicht kaputt machen. Hätte mich auch gewundert, wenn es gehen würde. Ich hoffe, der Part kommt nicht hoch. Wenn ich einen Stream mache, der Part kommt später, wahrscheinlich morgen. Also am Dienstag. Ich hoffe, ihr seid trotzdem dabei. Das wird richtig nochmal geil. Wenn es auch sein muss, dann bin ich halt alleine, aber Silver Grains of Warfare gestreamt. Naja, wie auch dem sei. Wie dem auch sei. Ich suche immer noch bei Courtyard das Nest. Oh mein Gott, bruh, what the fuck? Ist es denn nicht auf der Karte irgendwie markiert oder so?
Jetzt auf Courtyard, hab ich mich verlesen. Courtyard. Nest. Ein Nest. Wo könnte ein Nest sein? Ich würde sagen, auch da oben. Aber da ist ein Schwanz. Vielleicht kriege ich hier oben Überblick. Boah. Ich gucke einfach nach, okay? Tut mir leid. Hä? Nicht, es ist nicht mehr hier, es ist woanders. Also ja, Courtyard, aber nicht der Teil von Courtyard. Das da. Digga. Da steht Courtyard, natürlich gucke ich dann hier. Alter, okay. Meiner Meinung nach Bullshit. Don't mind if I do. Da bist du. Nice work. Wilden, what can I do you for? This is what I'm talking about. Ja. Du hast aber nichts Neues, oder? Nee, ich will auch jetzt nicht einen Gold-Token dafür ausgeben. Ich will sparen. Sparen. So, verkaufen. Weg mit dir. Ach, das Huhn hätte ich auch noch verkauft können. Ja, hier frisst das Huhn. Repair mit Messer. Oh, die Arme kann auch noch repairen. Bin fertig. Und speichern wir, damit ich nicht die Quest jetzt wieder vergesse oder so. Hier nämlich. Gut, jetzt nehmen wir den epischen Zug nach hinten, farmen da noch alles hinten ab und dann gibt's Feierabend. In dem Bereich, Feierabend in dem Bereich, danach gehen wir weiter zum Clock Tower. Clock Tower. Scheiß die Wand an. Oh, wieso turnt er? Oh, verpiss dich von mir. Ja, du bist so ein fettes Teil, Digga, ich nehme einfach das hier. Wie viel hält das Ding aus? Was ist mit dir? Hallo? Bin ich irgendwie... There you go. Alter, wie viel hat das Ding gerade ausgehalten? Stich doch einfach ab. Putz, Junge. Putz, Junge. Na, ja, das ist geturnt. Warum turnen die plötzlich alle? Was ein Teil, Alter. Ja, benutze ich mal einen kleinen Key dafür. Kleiner Key, so groß wie man schon. Okay, hier mal. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber die Aufnahme ist heute sehr fucking chaotisch. So, wir benutzen den SpongeBob Dick, drehen das so. Hallo, ja doch, nee, das war schon richtig, aber so rum. Genau, ja, rein damit. Oh yeah! Justitia, gib her, Justitia, jawoll! Ja, ist doch links, okay. Na, ich bin so blöd, ne, es ist immer über mir. Werde ich messern? Ne, natürlich nicht. Mach mal einfach den hier. Alter! Speicher noch. Damit ich, wenn ich hier wiederkomme, weiß, okay, ich habe alles gemacht, alles ist fertig, ich kann direkt weiterspielen, falls was passiert. Ich weiß nicht, ob mein PC jetzt plötzlich denkt, oh, ich mache einen Bluescreen und dann verschwindet alles. Na, erstmal verkaufen. Okay, und das einlegen. Ich brauche Geld, ja? Deswegen scheiß mal auf. Noch ein bisschen Rubies zu finden, deswegen verkaufen wir die jetzt einfach. Das war's. Nichts mehr verkaufen. Weg mit dem.
Gut, dann nehme ich brauchen wir Reaper Resources. Ja, damit. Und First Aid Breaker ist ganz gut sein. Kann ganz gut sein. Power. Nee, was. Ich hab gemerkt, die Shotgun ist sehr schwach. Die ist so stark. Ich will die jetzt hochkriegen. Nee, ich brauch. Ich weiß halt nicht. Come on, die Handgun ist main. Die benutzen wir die ganze Zeit. Da können wir was hinten reinstecken. Und ansonsten können wir hier mal. Reload Speed machen, weil die hat viel Munition und müssen schnell nachladen. Das gleiche für die Team P. Und jetzt craften wir noch mal kurz Munition. Können wir nicht, okay, gut. Aber wir haben wenigstens Resources, was wir craften müssen. So, fertig, Feierabend, wir gehen jetzt zum Clock Tower. Resümee vom Schloss bis hierhin. Ich finde, das ist ein sehr cooles Setpiece. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil ich finde den Ton, das Setting von. Mein Gott, voll lauf ich gegen das Ding. Ich finde den Ton und das Setting nicht so immer überzeugend. Ich habe irgendwie halt nie so Interesse auf Schlösser und Co. Heißt nicht, dass es schlecht ist, nur dass ich nie davon ein riesen Fan war. Was ist das eigentlich für ein Raum? Ah, man kommt hier hin, okay. Welche? Geht's hier schneller? I guess not. Ich gehe noch weiter. Oh mein Gott, Bro. Oh, what the fuck? Die droppen mir Zeug, warte mal kurz. Kann ich dich abstechen? Nein, ich kann dich treten. Boots, Junge! Menschengroße Insekte, Alter. Ja, jawohl, die droppen Gunpowder, das ist geil. Obwohl das Spiel halt nicht versucht, also, was heißt nicht versucht? Also, das Spiel versucht nicht einen zu erschrecken oder so, natürlich nicht. Es ist nicht billig. Aber es versucht, es ist ja trotzdem auch ein Horrorspiel. Und ich finde, obwohl es nicht mal so sehr versucht, wirklich Grusel zu sein, ich finde es fucking unheimlich. Menschengroße Insekten, ich habe Angst vor Insekten. Manchen Insekten, ich finde einfach, die sehen sehr abgefuckt aus. Und ja, dann sehe ich so riesengroße Insekte. Insekten. Und dann. Ne? Es wirkt, will ich damit sagen. Ich habe Unbehagen. Ich will das eigentlich nicht. Wieso? Ich hätte gar nicht weiterlaufen müssen. Ich habe ein Unbehagen. Und. Ja, deswegen. Hut ab. Was heißt Hut ab? Gut gemacht. Oh nein. Putz, Junge! Okay, ist schon tot. Wisst ihr, was dieses Spiel kaputt machen würde? Wenn ich so eine Realism-Mod dafür machen würde. Zum Beispiel mein Messer gegen die Wand, das Messer geht irgendwann schneller kaputt oder sowas. Gut, dann das nächste Gebiet sieht sehr ominous aus. Und hier ist ein Händler und ein Speicherpunkt. Ich bin der Meinung, dass ich jetzt die M4 brauche, deswegen nehme ich die mit. Wurde sie zu. Oh Gott, ich hätte die vielleicht ein bisschen upgraden sollen. Knife needs care every once in a while. Could be the difference between life and death. Na, scheiß drauf. Was wir aber machen können, ist erstmal craften. Handgun Ammo ist gut, aber da ist es eigentlich wichtiger. Hätte ich mein Gunpowder nicht so verschwendet, Alter. Na gut. Speichern wir aber jetzt, bevor wir hier fahren. Genau hier. Alles dann dusted. Alles, was hinter uns war, haben wir gemacht, so gut wie es geht. Jetzt geht's ab. Clock Tower. Hang in there, Ashley.
ab geht. Ich will nichts verpassen, deswegen gucke ich mal nach, vor allem wenn ich solo an Resource bin. Eine Statue. You are nothing, if not unyielding, Mr. Kennedy. However, I'm afraid it ends here. Expel this intruder! Man. Fuck, Digga. Ich hör den Dude. Du Wichser. Nein, du packst mich nicht! Okay, das prompt man nicht da, aber es hat funktioniert. Putz, Junge! Ist ja voll lahm, warum sind die so passiv, Alter? Ich hab zu viel geredet. Ich hatte doch gerade den Kopf geschossen. Oh, da lässt die Stingray nach. Wenn die Stingray nach, jetzt habe ich ein Problem. Ja, aber ich finde es gerade echt so komisch. Die Musik ist leise im Hintergrund. Es passiert nichts. Ich kann einfach rumlaufen. Ich bin an Contest gerade. Das ist so komisch. Warum ist der komplette Encounter so ruhig und entspannt? Wie in der Kika Lounge. Na gut, laufen wir hoch. Bauen hier Straßenblockaden auf, was ist das? Erste Mai-Demo, Digga. Der spuckt einfach Feuer, Alter. Putz, Junge! Junge! Ach, da dreht sich wieder zurück, Junge. Ich dachte, da dreht sich ein Kreis. Ja, das ist ja bescheuert. Small. Tritt ihn weg, Alter. Warum kam da jetzt nicht der Front zum Stechen? Einfach nochmal einen Stich vor Good Measure. War ein bisschen Overkill, ich weiß. Deswegen habe ich sie nicht getroffen. Okay, ich musste nur einmal machen. Ich habe noch nicht Spin gehört, das stimmt. Einfach an, Feuer zu schweinen, Alter. Junge, wie weit reichen die Flammen, Alter? Gut.
Geile Pietät. Oh mein Gott. Sicher, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Stirb doch! Junge! Voll auf Overshooten, Junge! Putz, Junge! Oh ja! Putz, Junge! Oh no! Was zur Hölle? Oh mein Gott! Ja, lass mich in Ruhe! Komm, komm, komm! Mach weg dich hier, Alter! Junge, was für ein random Combat Encounter! Hier ist so viel Indiana Jones Shit und brennende Sachen, Alter, what the fuck? Oh Gott! Ey, vielleicht übertreibe ich da ein bisschen, aber da hat sich gerade Leon wie Daniel angehört. Wie, also wie DNSL. DNSL. Cooler Typ. Ich bin safe. Junge, wie viele haben die da gelagert? Das, nein, das machst du nicht. Ich stech ab! Da. Ich wollte, dass überrollt wird, aber naja. Oh, blöd! Ich dachte, er war vorbeigerollt. Wie kommt denn ein zweiter? Ja, ich hab's gemerkt. Shit. Junge, klick, klick, klick. Ja, ich verstehe. Lass mich in Ruhe. Junge! Bitte einfach auf. Dass die jetzt immer so lernen müssen, Alter. Weil die langsam die Kontrolle, ich hab fast keine Ressourcen mehr. Ah, jetzt kann ich was bauen. Rifle, Ammo her damit. Und Handgun, Ammo her damit. Gut, Junge! Junge, ich hab dich abgestochen. Du gehst nicht in den Angriff, wenn ich dich absteche. Jawohl, wir machen Roundhouse Kick. Leon ist Drachenlord. Leon ist Drachenlord. Ja, darfst du snipen. Ey, was ist das? So, jetzt. Habe ich jetzt Frieden?
Oh, solche Schwänze, Alter. Ich bin low on Ammo, ich bin low on everything, Mann. Extravagant Cock. Extravagant Cock. My dick is enlarged. Jetzt stech ihn ab! Was machst du da, Junge? Hoch damit! Oh mein Gott! Tritt die weg! Quasi, ja. Oh mein Gott. Die Musik ist gut, aber... Da ist der Händler schon. Ja, weißt du was, Junge, friss. Komm, oh, Banga. Junge, wie viel frisst er? Dann frisst. Komm, oh, Banga. Oh. Oh Gott. Hey, ich hab beide runtergekickt. Ey, diese hohe spanische Stimme, die klang gerade wie. Boah. Wie so eine Support-Lyrics aus Te Quiero Puta von Rammstein. Das ist spannend, was ich verstehe. Ich kann es da kurz erklären. Te Quiero Puta heißt, ich liebe die Schlampe. Oder ich mag die Schlampe. Weil Liebe heißt auch was anderes. Nicht Quiero, Quiero heißt, oder? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, mir Gusta heißt gefällt. Gefallen. Ich hab Schätze verpasst, Alter, aber lauf mein Treasures, Alter. Okay, dann gehen wir. Whoa! Junge, kann ich runterfallen? Nee, ist hier unsere Wand. Jetzt Geisterstunde. Ashley. Ja, das ist Ashley. Up, Bros. Das kannst du ruhig laut sagen, Bro. Ja, gehen wir runter. Hui. Ich gehe einfach weiter, scheiß drauf. Ich glaube, ich lasse die Treasures holen, aber ich will weitermachen. Ich will. Digga, was? Das wusste ich nicht, ich dachte aber nur Ambient Sound. Na komm, scheiß drauf. Gehen wir weiter. Wir machen es lieber schwer als eins zu einfach. Wenn es zu einfach wäre, wäre es halt zu einfach. Son of a bitch. So sieht's aus, Bro. So, anstatt zu rennen, laufen wir ganz mal rüber.
Und während wir aber unstabiles Gefilde laufen, kriege ich einen halben Schlaganfall. Was ist das denn? Eine Leiter! Eine Leiter zum Himmel! Ne, für Resources ist das gleiche. Moment mal. Oben? Draußen? Hier unten? Hä, wo ist das? Unter mir? Vor mir? Ich glaube, es ist auf dem gleichen Level, ich muss es von unten holen. Ja, ich hatte recht. Er lebt noch? Ach komm, das ist eine Nate-Verschwendung. Hab Zeit, Digga. Ich hab Leertaste gedrückt. Episches Gameplay, das wird sie bis zu einer Nutshell. Junge, wie viel halten die auf dem Kopf aus? Sind das Panzer, Digga? Dankeschön. Junge, what the fuck? Oh mein Gott. Hehehe. Boy. Aber, lass ich mal rüber. Na, ah, schnell rüber! Gedeutscht. So, auf jeden Fall verkaufen wir jetzt mal den Scheiß. Got a selection of good things on sale, Stranger. Kannst du nicht irgendwelche Resources für mich verkaufen? Ah ne, warte. Die Uhr, die in der Glock können wir ein paar Cocks reinmachen. Nein, ich brauche ein richtiges Geld. Verdammte Reise! Ach, geil. Du kannst weg. Ja, ich hab nur das hier. Shoot up. Molding a weapon dazzled, are you? Damit bin ich zufrieden. Nicht wirklich, ich hätte gern mehr Geld. Gut. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part und machen dann direkt da hinten weiter. Obwohl, wie groß ist der noch? Ja, das war's eigentlich schon. Wir können weiter. Dann holen wir halt nicht die letzten Resources. Das geht auch gar nicht mehr. Was habe ich da eigentlich, Digga? Nee, komm, weißt du was? Ich versuche die letzten Resources zu bekommen. Ich mein Geld, ich will es haben. Mein Hack. Alles, was dazu steht. Aber so wie es jetzt ist, kann es nicht ablaufen. Guck es euch mal an, ich habe nichts mehr. Ich habe 7 Schuss. Ich habe eine Flashbang und eine Heavy Grenade. Das ist absolut beschissen. Ich brauche Geld. Um wenigstens die Waffen stärker zu machen. Ah, ich kann was craften, oder? Submachine Gun, ne? Rifle Ammo. Hammer Rifle Ammo. Können wir aber. Was? Wieso kann ich das nicht machen? Ach, mir fehlt ein rotes, Alter. Willst du mich eigentlich verarschen? Davor hat mir ein gelbes gefehlt. Können wir überhaupt noch runter? the neat part you won't, Alter. Okay, dann müssen wir doch weiter. Ich dachte halt, man, es geht da, weil ich dachte, die Leiter wäre auf demselben Level. Und weil sie auf demselben Level wäre, könnte ich jetzt noch schnell runterlaufen, aber. Ja, scheiß drauf, ich weiß, das ist mein erster Playthrough, im zweiten weiß ich ja besser.
Außerdem, wenn es einfach wäre, dann hehehehe. So. Wenn es einfach wäre, dann wäre es jetzt so einfach. Niemand will einfache Sachen haben. Aus dem echten Leben. Im Spiel kann man so schön machen, wie man will. So. Fickt euch, fickt euch. Und kann ich jetzt erst meine schlechten Knives kaputt machen? Damit ich das komplette Knife für den Rest habe. Of his servant Ramon. Ashley! Leon! Such a fool, Mr. Kennedy. To have been bestowed with Lord Sadler's. You talk too much. You failed! You vulgar! Utterly uncivilized! Allow me to show you the power I've been granted by my master, the power of your god. The stage is set for the final. What the fuck? Warum klingt die Musik so mystisch anstatt episch? Kann ich schon schießen? Bringt das irgendwas? Digga, was zur Hölle? Kann ich einfach Feuer laufen? Ja, okay, ich kann nicht. Fuck, die Bitch ab, Alter. Was passiert hier, Junge? Okay, da macht der Acid-Spray oder was immer das ist. Okay, dem 4 ist leer, das war gut managed. Bro, was geht hier ab, Digga? Bro, was geht hier ab, Digga? What the fuck? Use the Ron, ich glaube, ich habe so schnell nicht rennen können. Egal, rein jetzt. Also. Ich habe keine Ahnung, wie man die bekämpfen soll. Bruh. Okay, das darf ich nicht machen. Alter, was macht die Kamera, Digga? Ja, continue, lass mich durch. Lass mich durch! Okay, ich verstehe. Von außen kann ich nicht beschädigen, nur wenn er das Maul aufmacht. Also wie erwartet. Das heißt nur. Alter, ich kann am meisten Damage machen. Wirklich hier hätte ich ihn jetzt angreifen können.
Na Junge! Wie hätte ich da ausbrechen können? Boah, bruh. Ist das widerlich. Wie gut. Ihr Dance Pillar, bla bla bla. Halt's Maul. Maul. Right Herb, schnell, ich brauche ein fettes Teil hier. Doch ein bisschen Rifle Ammo. Ein Submachine Gun Ammo, scheiß drauf jetzt. Okay, 7 Schuss. Bra, was ein Viech, Alter. Jetzt die Musik gut. Nein! Schwanz, Alter! Warum hört die Musik an so in Harry Potter, Alter? Boah, Junge. Na, fuck. Es war runterrennen. Schnell. Aha. Boah, bruh. Nein! Fuck, die Bildschirm. Digga. War zu greedy. Nein, ich werd die Schwierigkeit gerade nicht runterdrehen, Digga. Boah, bruh. So don't get too carried away. You'll be just seeing this over. Leave me out of here, crap. Nah, bruh, what the fuck? Look at this dude. Ja, das war's. Nein, warum nimmst du nicht, Digga? Was ist das für ein Viech, Junge? Auch einen gelben, einen grünen gelben.
Na, voll erwischt, Alter. Bro, what the fuck? Ich glaube, ich muss da abstechen. Ich habe keine Ahnung. Bei Officer Menendez kommen wir einfach reinballern. Ne, bei was beim Riesen? Was beim Riesen? Nicht beim Officer Menendez. Ja, sieht gerade sehr schlecht aus. Ich werde meine Gunpowder jetzt nicht für die. Ich werde sparen. Ja, lass mich. Digga, wie soll ich den Resources holen, wenn der mir am Arsch klebt, Alter? Whoop. Hehe. Nice, fuck. Genervt, er. Alright, understandable, have a great day. Oh oh. I'm gonna come. Don't speak burrito with me, Alter. Oh, Digga, das war close. Gib her den Shit. Hätte ich die Shotgun verwenden dürfen, sollen. Und weg, huh. Alter, was für eine Explosion. Ja, von dir, nicht von mir. Ey, der hat mich durch den Sling gesniped. Diese verkackte Säule, oh oh oh. Oh oh oh. Der meint es ernst. Der meint es ernst. Ey, das war... Ich hab nichts gesehen. Sicher, aber rennt ich mir noch kurz zum Spray rein und mache hier einen Craft. Sicher, sicher. Oh mein Gott, ich hab ihn. Was für Help me? Na, so Adam Sandler. Fucking hell. Lip Rouge. Nice. Fuck, Junge. So eine Missgeburt. Fucking hell, Alter. Ein guter Bosskampf, aber ich habe mich nur dumm angeschluckt. Ashley. Kann ich was craften? Nein, ich kann nichts craften. Ich kann Pistolmunition craften, ich brauche das wirklich. Oh. Leon. Oh. Oh.
Oh oh. Ein Schiedboot. Crowd. So. Was war die richtige Entscheidung, den 4 zu nehmen? Ich weiß nicht, wie gut, wie effizient die jetzt war. Ich glaube, die war schon ganz okay. I don't know. I don't care. Bin nur zufrieden. Dass vorbei ist. Housekeeper's number one. I have failed you, my lord. I was able to fulfill your final commandment and then keep the boy from the path of wickedness. I caught a glimpse of Master Ramon's evil temperament during his younger years, when he discovered a servant mocked him by uttering Pulgarcito behind his back. He summoned her to his private chambers. After forcing her to kneel before him, Ramon doused her face with a vial of vitriol he pulled out of his pocket. The young master watched with glee when the servant writhed in agony as the skin melted from her face. Okay. His twisted grin still haunts my dreams to this very day. As time passed, Ramon's speech trackery only deepened, and the infernal cult soon learned they could prey upon his vulnerable heart. Curse the fiends. They've manipulated Master Ramon and turned him into their puppet. Worst of all, they've managed to use him to unleash the plagues that the Salazar family has fought so long and hard to keep sealed away. Lord Diego, rest assured, I intend to watch over Master Ramon until the very end, whatever fate may befall us. As a faithful servant of the Salazar family since birth, it is my duty and my penance to you. Okay. Ich glaube, ich bin nicht mal zu Louis' Lab gegangen, aber ich glaube, die war auf... nicht hier. Nicht im Schloss. Wie viel FPS habe ich gerade? Oh, 144. Ja, ich behalte diese Settings. Das Spiel sieht nicht so wirklich schlechter aus, aber... nee, es ist super. Es ist so direkt, Alter. Ich kann meiner Meinung nach nicht mehr auf 60 FPS spielen. Ich muss wirklich Einstellungen so drücken, dass ich auf über 60 FPS komme. Das ist eindeutig so. Ah, damn it. Looking for something? Hat die coole Stiefel, Digga. Yeah, jetzt läuft er vorbei und damit auch die Aufnahme. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns gleich im Stream.